Und weiter geht's bei Let's Play Die Siedler 4, die AGA-Schuhkampagne mit den Erfolgen Teil Nummer 3. So. That being said. Werden wir erst einmal in die Richtung da weiter eiern. Violetten auf dem Zahn fühlen. Den Bund. Okay, soweit so gut. Aha, super. Das heißt, ich bin ihm da eigentlich von hinten rein marschiert in sein Land. Okay. Ist auch okay. Schaut's da aus. Für Bögen kann man noch rumliegen. Da, 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 da. 11. Gut. Das ist eine gute Anzahl an Bögen. Schaut's da aus. Der hat noch Land. Der hat auch noch Land. Wird immer schön brav von mir beschützt. Die Jungs da. Wo sind meine Gärtner? Ah, die sind da oben unterwegs. Auch gut. Die tun da schon ordentlich einmal arbeiten. Das muss weg. Die ganze Manufaktur, da muss weg. Ja, jetzt werden wir erst einmal den da unten zusammenreißen, den gelben. Oh, der hat da was Soldaten. Oh, tatsächlich hier. Gut, die Schwertis werden leider drauf gehen, glaube ich. Na, die Bogenschützen dann natürlich auch. Okay. Dann können wir eigentlich eh nichts Großes tun derweil, außer da mal ein bisschen vorspulen. So. Das ist weg. Machen wir da weiter. Jetzt aus. Wir haben ein bisschen Gold eingelagert, haben wir schon. Wir haben eigentlich auch genug Siedler. Wo ist das Problem dann? Naja, 147 Baumstämme haben wir. Beides müsste eigentlich eh brav vorangehen. Ja, doch. Was die Baumstämme angeht, funktioniert das. Aber auch Wohnhäuser machen und oh ja, mal eins abreißen wieder. So. Sollte jetzt eigentlich dann endgültig reichen an Wohnhäusern. Mal das mal abreißen, das abreißen, noch eins abreißen. Wollen wir noch Anzahl Lager hinstellen, oder? Ja, warten wir erst mal, bis die alle voll sind, die Lager da. Ja, 200 von den Dingen haben wir schon. Gut, die sind unten reingestorben. Wie geht's jetzt dem Verfassungsschutz? Interessiert ihn großartigst, ja. So, alle Mann dahin. Das ist die 1. Die Maschine jetzt dahin. Ja, sehr gut. Wir haben eigentlich schon sehr viel vom Land, vom dunklen Volk schon erledigt. Schaut's da jetzt aus. Oh ja. Er findet keine Bäume, das ist schlecht. So, marschier du mal da weiter rauf. Jetzt alle da ein bisschen weiter Holz fällen. Schaut's aus. Ah, geht doch. Ja. So viel zum Thema meiner Coptermanufaktur. Hehe. Wie ist jetzt Geschichte? So, mit denen greifen wir jetzt da unten den Verfassungsschutz an und ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Am ersten Mal da gerade runtergehen. Und jawohl, erster Turm gehört mir. Ah, der baut Esel. Ist das vielleicht Anspielung darauf, dass die beim Verfassungsschutz alles Esel sind? Kritik. Ja. Ja. Das ist auch erledigt, jawohl. Schau. Da geht da richtig was weiter beim Verfassungsschutz. Richtige Produktivität da. Da können wir... noch nicht in den aufhören, Soldaten zu produzieren. Man war es ja nicht. Und da brauche ich sie vielleicht doch noch. Nachdem wieder Violette drauf ist, also der Untergrund. Sechs Schwertes habe ich noch. Macht's doch mal weiter, Mensch. Schaut gut aus. Ja, den kleinen Turm kriege ich und den großen Turm. Den werde ich nicht mehr bekommen. Ah. Okay.
Tja, was machen wir da? Wir mal da Pause sagen. Schaut soweit eigentlich ganz gut aus. Ah, die Gärtner werde ich da noch nicht abziehen. Und da kommt dann noch einmal eine große Menge an Jungs vorbei. Ja, Mann! Verfass Frosch im Hals! Verfassungsschutz wurde besiegt. Sehr gut. So, dann mal ran hier. An den Untergrund. Aber Untergrund am Arsch eigentlich, weil die untergrundmäßig sind die eigentlich gar nicht unterwegs, muss ich sagen. Das ist eher so versteckt, sagen wir es so. Okay, dann schicken wir die Jungs auch mal dahin zur Verstärkung. Da haben wir noch tonnenweise Esel. Die Jungs sind alle erledigt. Die zwei Türme haben sie jetzt auch verloren. Sehr gut. Dann müssen wir da mal gerade in die Richtung gehen. Da den Turm angreifen. Ich würde sagen, der Untergrund hat es jetzt auch hinter sich. Dann fehlen im Endeffekt nur noch die Sachen, die ich produzieren muss. Aha, wie schaut es da aus eigentlich? Nochmal Goldschmelze. Und dann nochmal drei Lager. Mal dahin. Ah. Baut. Schneller. Ich hab da noch irgendwo einen kleinen Turm, bin ich da drauf gekommen. Da. Alles klar. Mal dahin. Mal wieder entspannte Minute überspringen. Ja. Schaut doch jetzt ganz gut aus. Der Untergrund ist. Noch nicht besiegt. Okay. Da hinten hat er denn doch wohl noch einen Turm. Naja. Ups. Na komm. Geht doch. Aha, nochmal wieder Bögen und Schwerter kriegt. Auch gut. Jawohl. Auch der Untergrund ist erledigt worden. Sehr schön. Wollen wir da mal weiter in die Richtung raufgehen? Ich glaube, da war auch noch was. Mal schauen, wer lebt denn jetzt noch? Weiß. Das ist dann der Bund selbst. Bevölkerung. Neonazi-Pack ist eigentlich eh schon mehr oder weniger fertig. Aber der Bund selbst, ja, der Bund, der ist das Problem. Wo geht's denn da hoch? Müsste eigentlich mal schauen, ob da noch so ein paar von dem dunklen Volk unterwegs sind. Da ich sehe da eigentlich keinen halben Larven. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ist das Haas, die wäre da unten nochmal wieder mit die Gärtner rangehen. Da ist auch nichts weiteres. Oh doch. Ui. Boah. Goldlager, Mann. Goldlager. Großes Goldlager sogar. Schaut's aus. Bei 400 Baumstämmen bin ich und hab 120 Goldbarren. Und jetzt habe ich 1641. Jo. Das sollte dann reichen. Aha. Aber ich brauche mehr Schwertis. Das heißt, machen wir da weiter. Schauen wir mal, wenn ich die da hinschicke. Okay, schicken wir sie mal da weiter. Okay. Das kann nicht nochmal den Bund eigentlich besiegen müssen. Wenn das Neonazi packt, muss ich es sicherlich besiegen. Und damit hätte jetzt das Gold eigentlich auch erledigt. Das heißt, die wäre dann nur weiter Lager machen für Holz. Wenn wir da irgendwo noch ein bisschen Holz machen, da machen wir noch einmal einen Holzfällerbetrieb hin. Ja, man, die Hälfte haben wir schon fast vom Holz. So ist ja nicht. Das reicht halt noch nicht. So, dann mal wieder Zara 40 Soldaten. Wobei, nee. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, gehen wir da mal ran. Ah,
Hat schon wieder die ersten dabei, die den Matsch werfen. Ah, da hinten ist die Bastion. Da haben wir wieder die schönen kleinen Dampfwölkchen. So, und wenn wir das Ding einmal zerreißen. Aha. Okay. Da hinten ist eine Pilzfarm. So ein Scheiß. Okay. Aha, okay, da hinten ist eine einzelne Pilzfarm. Eieieiei. Ah, das ist übel. Kommen wir an die Pilzfarm ran? Schande. Im Endeffekt habe ich da irgendwie jetzt. Schande, wie kommen wir nicht zu der Pilzfarm ran? Geht's einmal da alle rauf, dahin? Zu der Pilzfarm? Ja, buddelt's einmal bitte da, von der Seite los. Die Pilzfarm ist öde. Übel. Sehr gut. Jetzt gehen die da alle mal daran. Braucht eigentlich nur mal einen Pfaffen. Nehmen wir mal eine Nummer zuweisen. Wenn ich die 0 wähle, kommt jetzt der Pfaff. Sehr gut. Ich glaube, das ist politischer irgendwie unkorrekt. Nicht ganz richtig, aber was soll's. So. Sehr gut. Marschiert dann mal darauf, ganz an der Grenze entlang, mehr oder weniger. Ja. Sachte, sachte, sachte. Ah. Na komm, das geht schon. Und? Schaut's aus. Hahaha. Geschafft. Sehr gut. Alles schön grün, ja. Ja, schaut gut aus. Und? Na komm. Ah, Gärtner, ja, und? Ja, Mann! Das Neonazi-Pack ist jetzt auch erledigt. Sehr gut. Das heißt, die werden die Jungs mal. Wo schicken wir sie hin? Schicken wir sie mal da. Boah, schicken wir sie mal da her. Wo sie halt nicht im Weg stehen. Ja, mehr Baumstämme. Sehr gut. Wie viel haben wir dabei? 500. Ja, das ist immer noch zu wenig. Brauchen mehr Baumstämme, Mann. Okay. So weit, so gut. Und nochmal zweimal. Und weil wir eh schon gerade dabei sind, machen wir noch einmal. Ja. Ein paar Minuten überspringen, dann mal abspeichern wieder. Erfolge. Ah, geht schon. Ah, 600 Baumstämme. Wir brauchen Äxte. Okay. Alles wegaxten. Bis jetzt nur zwei, ja. Ich glaube, das sind noch mehr, die Äxte brauchen. Schauen wir mal. Na, schaut eigentlich ganz gut aus. Ne, schaut gut aus. Okay, wir sind bei 700. Ah, vergeht doch trotzdem ein bisschen. Da vergeht trotzdem noch einige Zeit. 900, wie schaut es da unten aus? Die Lager, ja, ist noch ein ganz leeres. Ah, da wird schon einiges an Holz runtergetragen. 900. 50 und. Zwei noch, einer noch. Ha! Geschafft! Hätten wir die Erfolge auch gemeistert. Ah, der Bund wäre ein bisschen schwer zu besiegen gewesen. Aber die große Goldmenge da hinten, die ist schon schön gewesen. Ja. Ah, der hat das Gold auch besitzt. Okay. Ja, eine super Sache hier. Die Karte. Total cooler Start. Und war dann eigentlich toller Kampf und so. Also hat mir sehr gut gefallen, die Karte. Ich sag dann danke fürs Zusehen, Leute.
Danke fürs Zusehen bei der Kampagne, wenn ihr es bis hierher da durchgehalten habt. Spielt sie selber, wenn ihr sie noch nicht gespielt habt. Ja. Ich bedanke mich und Servus.